Moin und herzlich willkommen zur 1031. Rohstoff Tagesausgabe der Informationsdata am Dienstag, dem 21. Juli 2015. Bevor ich es vergesse, denken Sie bitte dran, wir haben noch morgen und übermorgen eine Rohstoff-Tagesausgabe für Sie. Danach würde ich mich in einen zweiwöchigen Urlaub verabschieden und wäre dann erst 3 Wochenenden später wieder da. Also 2 Wochen und 3 Wochenenden. Es würde dann schriftliche Ausgaben geben, die dann Silvio im Rahmen seiner S&P 500-Analyse mal zum DAX, mal zum Gold, mal zu Silber und so weiter und so fort Ihnen zur Verfügung stellen wird, damit Sie nicht ganz ohne Formationstrader-Analysen auskommen müssen. Sportnachricht des Tages, wieder Manchester United, wieder die Bayern und diesmal Thomas Müller. Sie werden es gehört und gelesen haben. Angeblich bietet Manchester United 100 Millionen Euro für Thomas Müller. Damit sich nochmal über die Verhältnisse im Klaren sind, drittteuerster Transfer aller Zeiten, Luis Suarez für 75 Millionen, Cristiano Ronaldo für 93 Millionen und Gareth Bale für ebenfalls 100 Millionen. Der teuerste deutsche Spieler, Mesut Özil, hat 50 Millionen gekostet. Nur, dass wir uns darüber im Klaren sind. Und wenn man allerdings in den englischen Zeitungen, zumindest online, ein bisschen herumliest, dann schreiben die meisten Journalisten, na, der Müller wird ja sowieso nicht kommen und Manchester wird nicht so verrückt sein, 100 Millionen für Müller auszugeben. Die sollen doch lieber Pedro holen, ist ja auch aktuell in den Verhandlungen. Und der hat angeblich für 30 Millionen eine festgeschriebene Ablösesumme. Das sei ja deutlich günstiger. Allerdings ist, glaube ich, auch Chelsea mit da bei Pedro am Ball. Und ich glaube, dass die englischen Journalisten recht haben, was sie in ihren Kolumnen und Kommentaren schreiben, dass die United, dass der Verein nicht verrückt genug ist. Allerdings traue ich das Louis van Gaal schon zu. Ob es dazu kommen wird oder nicht, weiß ich nicht, aber es ist eine herrliche Spekulation. Und damit der Blick auf die Rohstoffliste. Der Dollar gibt heute ein bisschen nach und schon werden die Edelmetalle und auch die Energiewerte grüner. Palladium plus 2, Gas plus 1,7, Silber plus 1,2, Gold plus 0,8, Brent und Crude mit 0,5 bzw. 0,7 und 0,2. Und unter Druck ist Airborne Gasolin mit 1,37%. Gold hat einen heftigen Ausverkauf gesehen. Ich hatte Ihnen immer wieder gesagt, solange der Markt hier in dieser Zone bleiben kann, ist das eine sehr große Unterstützung. Denn diese Linie kommt aus dem Jahr 2013. Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung. Und das wäre wieder eine potenzielle Unterstützung. Das Problem ist, wenn der Markt, naja, wie so ein Meteorit da so sofort auf diese Linie draufschlägt, auch wenn er jetzt gerade zurückkommt. Die Heftigkeit, mit dem die Bären hierher gekommen sind, sorgt dafür, dass man sagen muss, Gold sieht schwach aus. Wenn man sich GLD anschaut, also jetzt habe ich gerade aufs Falsche geklickt, verzeihen Sie bitte, GLD anschaut, weltweit größte ETF auf Gold Bullish, schauen Sie sich mal das Volumen an, was wir hier auf der Unterseite hatten, aber schauen Sie sich bitte auch hier diese offenen Lücken an. GLD wird ja an der New York Stock Exchange gehandelt, entsprechend nur 15.30 Uhr bis 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit und deswegen gibt es auch diese Kurslücken. Das zeigt aber auch, dass Gold gerade kurzfristig überverkauft ist. Für den Fall, dass Gold sich einfach nur an der 1100 festklammert, sich aber davon nicht lösen kann, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß. 1070 und darüber hinaus. Ob es sofort 1000 sein wird, weiß ich nicht. Es kann auch 1050, 1040 werden, aber durchaus, wenn der sich hier nur festhält für 1, 2, 3 Tage, dann sogar darüber hinaus. Alles, was der Markt an Pullback macht, sogar in Richtung 1130, hat immer noch eine gute Wahrscheinlichkeit, in diese Richtung zu laufen, muss man aktuell sagen. Erst wenn der Markt es schafft, per Wochenschlusskurs oberhalb dieser Zone zu schließen, um die 1140, 1150, auch per Wochenschlusskurs, dann wäre das Allergröbste wieder für die Bullen überstanden. Im Moment trotz der Kaufformation eher wahrscheinlicher, dass Gold nach einer Konsolidierung oder Pullback wieder in diese Richtung laufen möchte. Dafür spricht das Volumen und dafür spricht auch die Heftigkeit dieser Bewegung, die stattgefunden hat. Was wir noch nicht haben, ist den Tagesschlusskurs unterhalb der 1100, die signifikant genug ist, aber wir sind heftig genug hier drunter gefallen. Ich habe Ihnen auch gesagt und gezeigt über den Sekundenchart, wie der Markt, ich glaube über 6 Sekunden,
um 2% gefallen ist, dann nochmal 30 Sekunden konsolidiert hat und dann nochmal um 6% gefallen ist, dann waren es, ich will nichts Falsches sagen, um 10 Sekunden. Solche panikartigen Ausverkäufe holt sich der Markt eher früher als später ab. Und deswegen das hier eher wahrscheinlich. Wenn man sich anschaut, was GDX macht, also ETF der Goldminenwerte. Ich hatte mit Ihnen darüber gesprochen, wenn der nicht es schafft, sich hier zu stabilisieren, das war hier eine mögliche kopierte Linie, eine mögliche kopierte Linie, dann ist das nächste, was ich sehe, hier unten erst. Und da kommt der Markt auch gerade hin. Auch hier mit einer offenen Lücke. Was ist das? Hier Unterstützung. Die Linie muss man anpassen. Unterstützung und dazu auch noch hier Widerstand, Widerstand, Unterstützung und Unterstützung. Das ist schon eine doppelte Unterstützungszone. Der Markt hat das Potenzial, ein Pullback zu machen. Alles, was der Markt an möglichen Pullback macht und zum Beispiel diese offene Lücke schließt, hat im Anschluss eine deutlich größere Wahrscheinlichkeit, nochmal abverkauft zu werden. Ob wir dann hier ranlaufen oder tieferes Tief machen oder wie auch immer, der Markt wird nicht von hier aus zu diesen hier machen. Und deswegen braucht man sich hier um Longs nicht zu kümmern und Shorts. Der Börsenbär ist ja ein nicht besonders vernunftbegabtes Wesen. Wenn es mal anfängt loszulaufen, dann kennt er weder Freund oder Feind und dann macht er eben solche Bewegungen. Und deswegen jetzt hier nach dieser heftigen Ausverkaufsbewegung auch nicht passend. War ja schon vorher nicht passend. Der Markt war ja schon 10 Wochen gefallen und dann macht er in einer Woche noch einen hinten dran. Und deswegen Pullbacks, dann eher mit einem besseren Chancen-Risiko-Verhältnis. Interessant, um das gegebenenfalls auf der bärischen Seite zu traden. Silber hält noch die Unterstützungen. Auf Tageschartbasis hier horizontale Unterstützung. Was wir aber gemacht haben, ich hatte es Ihnen gezeigt, über die, ach, das ist die Stunde, ich bin ein bisschen unkonzentriert, bitte verzeihen Sie vielmals. Über die Woche haben wir nicht nur den tieferen Schlusskurs gemacht, wir haben jetzt auch nochmal das tiefere Tief. Das ist eher ein Zeichen der Schwäche. K und D-Linie sind umeinander geschlungen. Liebe Absolventen unseres Mentorprogramms, schaut euch diese additive Information, die ihr bei uns gelernt habt, was ebenfalls eher dafür spricht, dass der Markt hier noch Abgabepotenzial hat. Was der Markt hier gerade macht, entweder Low Base oder Pullback. Es scheint eher wahrscheinlich, dass wir übergeordnet noch tiefere Kurse sehen werden. Ob der hier noch einen stärkeren Pullback macht oder ob der hier seitwärts läuft, kann ich Ihnen jetzt aktuell nicht mit einer guten Wahrscheinlichkeit sagen und deswegen lehne ich mich auch da nicht aus dem Fenster. Auf alle Fälle wird die Zone zwischen 15 bis 15,10 eine erste größere Widerstandszone sein und darüber hätte der Markt das Potenzial in Richtung 15,30 in etwa ranzulaufen. Gut, zuletzt haben wir uns ja immer wieder Crude angeschaut, jetzt der Blick auf Brent. Wenn man sich Brent anschaut, wir haben hier ein Tief. Und da waren wir auch hier direkt am Tief. Der Markt wird ausverkauft. Wir hatten miteinander darüber gesprochen. Bärische Keilformation, erst als Trendumkehr, dann absteigendes Dreieck, bärisch aufgelöst worden. Für den Fall, dass der Markt diese 55 bärisch auflöst, dann hat er auch Potenzial, 52 bis 50 zu machen. Also das wäre wirklich auch interessant, das auf der bärischen Seite zu traden. Eher interessant, wenn er jetzt nicht wieder sofort durchrutscht, so ähnlich wie bei Gold, sondern wenn der Markt hier hinkommt, sich positioniert und dann unter die 55 rutscht und das hier akzeptiert. Ebenfalls ein Setup, was man beachten kann. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Denken Sie dran, morgen gibt es noch wie gewohnt eine Einzelwerteausgabe, die DAX-Ausgabe. Silvio wird für Sie da sein. Morgen Abend wieder gegen 18 Uhr schauen wir auf die Rohstoffe und natürlich gibt es heute Abend ab 23 Uhr die Ausgabe zu den Devisenmärkten. Risikobewusst traden ist das A und O. Und das können wir nur, wenn wir einen Stop-Loss benutzen. Und deswegen traden Sie bitte, wann immer Sie traden, mit einem Stop-Loss. Bleibt mir nur noch Ihnen zu sagen, mein Name ist Hamed Esnachari und selbstverständlich wünsche ich Ihnen, dass Sie hoffentlich alle gesund bleiben. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstradern doch bitte gewogen.